Hallo und willkommen zu etwas Neuem. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, hat das mit Final Fantasy VII zu tun. Und die, die aufgepasst haben am Kanal, werden sicher schon erraten haben, dass es sich dieses Mal um Crisis Core Final Fantasy VII handelt. Das Final Fantasy VII Spin-off-Spiel für die PSP. Da das Intro zum Menü hier total langwierig und langweilig ist, fangen wir gleich mal mit dem Spiel an. Und da können wir uns aussuchen, normal und schwerer Modus. Ah, ist das laut hier. Und der Unterschied ist, normalen Modus sollte man nicht machen, wenn man das Spiel noch nicht durch hat und nicht quasi ein New Game Plus anfängt. Also man kann, wenn man das Spiel durchspielt hat, einen Spielstand verwenden und mit den gleichen Spielstand ein neues Spiel anfangen, wo man alle Items hat und alle Materia, glaube ich, auch. Aber so genau, das ist nicht so wichtig. Also wir spielen auf jeden Fall auf dem normalen Modus. Und schauen uns mal an, was das eigentliche Intro so zu bieten hat. Und natürlich, ich werde in der ersten Folge gleich mal das erste Kapitel durchspielen, das erste von 11 Kapiteln, glaube ich. Das hört sich jetzt nach ziemlich viel an, ist es in dem Fall allerdings gar nicht. Also, nur keine Sorge, wir haben schon einiges zu machen. Focus. There are no Shinra troops on this train, understood? Hello to you too! Natürlich sieht die Grafik nicht so aus wie in den Zwischensequenzen, aber der Qualitätssprung, also die Qualität der Grafiken liegt ungefähr auf PS2-Niveau, was gar nicht so schlecht ist. Also speziell mit dem Emulator, mit dem ich spiele, ist es durchaus ansehnlich. Zack speaking. Making progress, Zack. What's going on, Angeal? Why are we fighting Shinra troops? They're Wutai troops in disguise. Now, head to the open area above. Toward Sector 8. Yes, but first you have to clear a path.
clear a path? You'll see what I mean. Be careful. So I can cut loose, right? Use some discretion. It's showtime. So, ja, kommen wir auch gleich zum ersten Kampf, genauso wie im ursprünglichen Final Fantasy 7. Gleich vom Zug runter und in einem Kampf gegen Shinra-Wachen. Wie wir sehen können, das ganze Spiel ist auf Deutsch ausgenommen, die Sprachausgabe, die ist auf Englisch, es gibt keine komplett deutsche Version. Schauen wir uns gleich mal den Kampf an. Die ersten Kämpfe sind nicht so wirklich schwer, eigentlich muss man nur auf X drücken. Funktioniert das Ganze so, wir haben drei Möglichkeiten zur Auswahl. Und zwar mit X können wir das jeweils angewählte Ziel angreifen. Und mit der Viereck-Taste können wir ausweichen. Und mit der Dreieck-Taste können wir blockieren. Also, ja. Allerdings macht es keinen Unterschied, ob ich einen Schaden nehme oder nicht. Also ich nehme immer mindestens einen Schaden. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich die Schüsse der Shinra-Wachen hier blockiere. Weil den einzigen Unterschied wird es machen bei den Nahkampfangriffen. So. Dann können wir natürlich auch zaubern. Genauso wie in Final Fantasy 7. Und zwar haben wir Feuer. Man muss mit links und rechts, also mit L und R, den L und R Tasten, einfach rechts die Materie quasi wechseln. Dann hätten wir noch eine Wirbelattacke, noch so. Ist auch interessant. Wobei man beachten sollte, dass auf der linken unteren Seite sehen wir drei solche Balken. Und zwar der erste sind meine Trefferpunkte, der zweite sind meine Mana-Punkte. Und der dritte sind meine Aktionspunkte und Mana-Punkte braucht man eben, um zu zaubern und Aktionspunkte für Spezialattacken. Not too bad. Piece of cake. I'll make first in no time. Go up the stairs at the end of the platform. You got it. Ich werde auch noch genauer auf das Kampfsystem eingehen, aber jetzt ist mal zu viel Dialog und zu viel Zwischensequenzen, also das kommt dann wahrscheinlich eher in der zweiten Folge. Genauer noch vor alles. Wobei ich nicht weiß, ob wir da überhaupt kämpfen. Ja, oh ja, kann schon sein. Auf jeden Fall kommen wir nach dem paar Soldaten gleich zum nächsten Kampf. Und zwar hier. So, und bei dem Gegner will ich etwas herzeigen. Erstens, man kann nicht nur zaubern und Spezialangriffe ausführen, sondern auch in sein Inventar wechseln. Und da gibt's, wie gesagt, Potion, Soma. Soma ist, also Potion, Ether und Soma stellt jeweils entweder TP, MP oder AP her. Wieder her. So, das ist ein Behemoth. Der ist eine ziemlich hohe Vitalität, also hohe physische Verteidigung. Deswegen ist es nicht so intelligent, dem direkt vorne vor der Nase rumzulaufen, sondern entweder man greift ihn von hinten an, dann muss man aber vor der Schwanzattacke sich in Acht nehmen, oder man macht so, zaubert einfach Eisgar. Das macht nämlich auch ganz schön viel Schaden. Aber meistens, die meisten Gegner sind am einfachsten zu erledigen, speziell so wie ich die Items dann sammle, indem man sich hinter sie stellt und immer kritische Treffer anbringt. Weil wenn man hinter einem Gegner steht, teilt man automatisch kritische Treffer aus. Und der Gegner im Speziellen hat natürlich den Vorteil noch, dass er sich nicht zu mir umdreht, sondern mich mit seinem Schwanz erwischen will. Was mir natürlich komplett egal ist, weil ich den Schwanz quasi ausweichen kann. Manchmal zumindest. Aber so macht man fast mit einem Angriff so viel Schaden wie mit einem Eisgar und braucht noch dazu kein Mana. Also deutlich besser, wie ich finde. Showing your back to the enemy. Overconfidence will destroy you. What is this? Damn it. You're not the only hero. It's over. Impossible.
Thanks, Angeal. Training's over. Why? You serious? I was just getting warmed up. Zach. Embrace your dreams. Huh? If you want to be a hero, you need to have dreams. And honor. So, womit wir auch schon am Ende vom ersten Kapitel wären. Das hat ja gar nicht so lange gedauert. Und hier können wir natürlich speichern, was wir jetzt machen werden. Ich habe natürlich eine leere Memory Card angelegt für den Emulator, ist kein Problem natürlich. Und dann finden wir uns in der Shinra Einsatz oder im Shinra Hauptgebäude wieder. Am Soldatenstock. Ich weiß nicht genau, welcher es ist. You seem a little on edge. Can you blame me? All this training and no assignments, like they're hanging me out to dry. You must be pretty busy with everyone off base. Off base? Wait, haven't you heard? There's been a mass desertion at Soldier. Huh? Okay, wir machen natürlich etwas weiter noch, weil das viel zu kurz ist für eine erste Folge. Und zwar sind wir schon im zweiten Kapitel und es geht jetzt mehr um diese Story. Also Zack ist natürlich ein Soldat bei Shinra, also nicht nur von der Privatarmee, sondern auch im Rang Soldat schon. Und ich glaube Rang 2 ist er schon, also Klasse 2 ist er schon und er will gerade auf Klasse 1 aufsteigen, wie auch immer. Auf jeden Fall sein Freund Kunzel, der ist noch Soldat Rang 3 oder so. Und er erzählt ihm, dass sehr viele Soldaten irgendwie verschiedene quasi desertiert sind und das hat irgendwas mit dem Krieg in Wutai zu tun. Ja. Und deswegen wird auch nicht ausgebildet. Und das ist Angeal. Also der Trainer von Zack. Ja, endlich mit der Warren was los. Und er sagt uns jetzt quasi unsere erste, oder stellt uns unsere erste Mission vor. Und zwar sollen wir zu Direktor Lazard gehen, das ist der Leiter des Soldatenprogramms bei Shinra. Also quasi der Leiter der Privatarmeetruppe. Schauen wir, was der zu sagen hat. Zack, it's good to finally meet face to face. Lazard, director of Soldier. Hey, yeah. On to business. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. The mission is currently stuck in limbo. That's why we've decided to send you. To Wutai? Yes. This war has gone on long enough. I've recommended you for first. Hey, Jill!
Oh, I love you, man! Angel! Don't make me regret this, Zach. Sir. Once you're packed, you'll leave at once. Okidoki, also, wir müssen nach Wutai, um eine Mission zu erledigen, und dann werden wir quasi Soldat erster Klasse. Klingt ja schon mal vielversprechend. Genau, bevor wir nach Wutai aufbrechen, können wir natürlich noch uns das ganze Tutorial-Zeug reinziehen. Das machen wir natürlich in dem Fall jetzt nicht. Sondern Kunst erklären uns nur, wie das Ganze funktioniert, und zwar das Tutorial, genauso wie viele andere Sachen, wird über E-Mail hier im Spiel erledigt. Es funktioniert so: Wenn ich nicht im Kampf bin, kann ich mit Dreieck mein Hauptmenü aufrufen. Und unter dem Untermenü Mails kann ich dann nicht nur das Tutorial, sondern auch später E-Mails einsehen, die mir andere Leute schicken oder geschickt haben. Das sieht man rechts oben, ich sehe es also nicht, weil ich habe meinen Frame-Counter hier, oder nicht ganz gut. Rechts oben sieht man so ein kleines Mail-Symbol, und sobald das aufleuchtet, kann ich hier im Hauptmenü, da gibt es noch andere Punkte, auf die wir sicher alle noch zu sprechen kommen, das Mails-Untermenü, da haben wir den normalen Posteingang und die Tutorien. Da gibt es ganz schön viele dazu, ich erkläre die alle quasi während wir spielen, deswegen. So, ich glaube, das geht so am schnellsten. Das war's auch schon. Ja. Und dann sagen wir einfach Kunzel, wir sind quasi fertig. Angeschaut haben wir sie nicht, aber nicht alle gelesen. Aber wir sagen ihm trotzdem mal, wir haben alle gelesen. Ja, natürlich habe ich wieder alles vergessen, ist eh klar. Ich bin auch nur Soldat zweiter Klasse und du bist Soldat dritter Klasse. Er will schon Grund haben, oder? Was? Die haben mir meine Material weggenommen? Was soll das? Oh, okay. Na dann. Und wie arbeite ich mir die? Und da kommen wir auch schon zu dem riesengroßen, massiven Sidequest in Crisis Core Final Fantasy VII. Und zwar gibt's, muss ich natürlich raus hier, zu jedem Zeitpunkt, wenn ich bei einem hier ist übrigens ein Speicherpunkt, ist noch kein Speicherpunkt, ups, der kommt erst, wenn ich mich hier anmelde. Also Kunzel, wir müssen uns bei dem Terminal quasi anmelden und dann kann ich bei den Missionen quasi auf Einzelmissionen zugreifen. Dann erscheint auch hier dieser Speicherpunkt, den ich vorher schon gesucht habe. Normalerweise hier ist er hier, aber in dem Fall am Anfang ist er noch nicht hier, solange ich mich nicht bei den Missionen eingeschrieben habe. Ja. Genau, und das lernt dann jetzt quasi irgendwie die Grundsysteme des Kampfes. Also, sobald ich neue Missionen verfügbar habe und auf einen Speicherpunkt drauf trete, dann kommt diese Meldung Missionskatalog erweitert. Dann kann ich einfach in den Menü schauen, in die Missionen rein, da werden sie alle aufgelistet. Also es gibt, die sind in drei Unterordnern verschachtelt. Also hier ist der Überordner, der 10 glaube ich, so Ordner hat. Wenn in jedem Ordner sind nochmal 5 und dann sind in dem jeden Ordner nochmal 6 drinnen, glaube ich. Ne? Ich glaube, so funktioniert das. Also es gibt eben insgesamt einen ganzen Arsch voll Missionen. Ich glaube über 350 oder so, vielleicht sogar noch mehr. Und die kann man alle auswählen quasi, sofern man sich quasi schon freigeschaltet hat. Manche Missionen werden freigeschaltet durch gewisse Story-Ereignisse, manche muss man gewisse Items finden. Dann wieder andere werden einfach freigeschaltet durch andere Missionen, die man schon erfüllen muss. Und ja, das schauen wir uns aber allerdings nächstes Mal an, weil hier können wir auch speichern. Soweit ich das... Oh, ups. Speichern geht in dem Fall nicht im Hauptmenü, sondern einfach auf dem Speicherbund rauflaufen und dann X drücken. Dann kommt mein Speichermenü. Dann wieder speichern. Speichern abgeschlossen. Sehr gut. Und hier sehen wir uns nächstes Mal dann wieder, wenn wir uns ein paar Missionen anschauen, noch ein Geheim-Item finden und dann nach Wutai aufbrechen bei Final Fantasy VII Crisis Core. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.